Ja, denn Sie sind bei uns. Ganz herzlich willkommen, Sandra und Thomas Anders. Hallo. Hallo. Mal mit der Freundschaft an. Wann gab es denn die Erstbegegnung? Na, das war schon 80er. Ja, das war schon ein paar Jährchen her. Ja. Und war da gleich dicke Sympathie da oder auch na, schon wieder ein Kollege? Nein, das war schon immer, also wir mochten uns von Anfang an. Ja, das stimmt. Also ja. Wir waren wirklich, also wir haben... 3 Wochen haben wir ein Turnier gemacht mit Europe eben. Damals. Und damals haben wir, und wenn man fast jeden Tag miteinander verbringt, da weiß man ganz schnell, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Ne? Das geht ganz schnell. Und heute habt ihr ja beste Voraussetzungen dafür, um zueinander zu kommen, weil Sie wohnen dauerhaft auf Ibiza und Sie haben ein Haus da, gar nicht so weit voneinander entfernt. Das habe ich schon mal rausgekriegt, 10 Minuten mit dem Auto. Trifft man sich da eigentlich auch mal im Supermarkt oder was weiß ich, oder beim Schwimmen? Ach, im Supermarkt weniger, aber eher so beim Schwimmen, würde ich sagen. Ja, oder man geht abends miteinander essen oder man trifft sich am Strand. Also ich meine, auch auf Ibiza gibt es ja Telefon, ne? Also da kann man sich schon mal verabreden und man ruft einfach an und sagt, habt ihr Zeit? Es ist aber nicht so, dass wir nun jeden Tag irgendwie miteinander unterwegs sind, sondern... Der Herr kommt ja zum Urlaub machen. Ich arbeite ja auch auf der Insel. Genau, und offenbar muss es auch jetzt jahrelang so gewesen sein, dass Sie eher über die Kinder gesprochen haben, über das Wetter und über das Essen, als über die Tatsache, dass man ja auch mal gemeinsam Musik machen könnte, oder? Das hat ja lange gedauert. Das war eine spontane Idee. Mhm. Ganz spontan und der hat spontan reagiert und so genauso spontan haben wir Sache aufgenommen und es hat alles super geklappt in einer Nacht. Nun sind Sie ja beide 2 Gestalten, die so vor sich hin funkeln. 2 Alpha-Tierchen, die zusammen arbeiten. Gibt es da auch schön Rangelei oder läuft das alles mehr oder weniger friedlich ab? Ich finde, wenn 2 Diamanten funkeln, passen sie gut zusammen. Mhm. Und jetzt mal eine ernsthafte Antwort auf die Frage. Nein, also gibt es überhaupt nicht. Wir haben uns noch nie gestritten. Also so weit kommt es noch. Also wir sind beide Profis auf unserem Gebiet und jeder weiß, was er sich zutrauen kann. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Aber ich habe zum Beispiel über Sie gelesen, das muss ja auch nicht immer stimmen, dass Sie eigentlich ein eher zurückhaltender, schüchterner Mensch sind. Aber wenn man Sie auf die Bühne stellt, beziehungsweise Sie sich natürlich selbst dahin stellen, dann funktioniert das eben einfach. Da kommt auch das Showgirl aus Ihnen raus. Wann bist du denn schüchtern? Ja, auf der Bühne nicht. Aber ansonsten so in Lokalen, wo es sehr eng ist, mit sehr vielen Leuten, muss ich immer so mit dem Rücken zur Wand, da werde ich ein bisschen nervös. Es gibt dann so ein bisschen Sicherheit, oder wie? Wenn dahin was ist, was man eigentlich kalkulieren kann. Gesehen habe ich da irgendwie, da ist was nicht ganz in Ordnung, aber es hat auch seine Gründe. Auf der Bühne ist mir mal einer mit dem Messer nach und seitdem alles, was von hinten kommt, passe ich halt auf. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ja. Hier rennen immer die Frauen nach, also ich weiß. Und dann lassen sie immer schön Abstand, ne, damit die auch alle rankommen. Okay, nächste Frage. Oh, anders konzentriert. Wenn sie sich treffen, kommt es dann auch manchmal zu diesen Klassikern, weißt du noch? Natürlich. Ja, klar. Ja. Ja, wir machen das auch sehr gerne, deshalb gucken wir uns jetzt mal einen Film an. Ja, und darauf kommen wir auch gleich. Aber vorher muss ich noch zu dem Bild, das mir jetzt so sehr präsent war. Weil dieses üppige Dekolleté und der Popo für das Video, darf man da als Künstler eigentlich sagen, da stehen dann da 30 Frauen da und man sagt, die eher nicht, die vielleicht, wenn die einen Schnupfen kriegt? Oder? So stellt man sich das vor. Ne? Das also das ist wirklich alles gecastet. Das heißt also, der Regisseur und die Produktionsfirma, die gucken schon, dass die Proportionen stimmen. Aber wir als Künstler, wir fliegen ja erst in dem Fall auch zum Video ein. Mhm. Das steht alles schon fest, schon Wochen vorher. Und ist meistens auch in Ordnung. Und die Regisseure kennen nur unseren Geschmack. Mhm. Also ich konnte mir meine Statisten aussuchen immer. Ehrlich? Mhm. Wenn einer nicht gefallen hat, gesagt der nicht. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Ja. Lässt sich vielleicht für die nächste Produktion mal noch ein bisschen nachbessern. Ja. Aber Grand Prix lief ja mal wieder nicht so dolle für Deutschland. Haben Sie das vorher gesehen? Nein, also ich habe gedacht, dass es ein besserer Platz wird. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass der 20. Platz nicht gerechtfertigt ist. Also es gibt in den 19 Plätzen vorher für mich schon einige Titel, die nicht so gut waren. Hm. Aber gut, es ist nun mal eine geschmackliche Geschichte und es geht ja nicht irgendwie wie hochspringig oder wie weit oder nach Kugelstoßen oder irgendwelchen Leistungen, die man messen kann, ist immer Geschmack. Und da muss man halt eben dann ganz klar im Wettbewerb sagen, okay, Platz 20 ist nun Platz 20, besser als im vergangenen Jahr. Genau. Würden Sie die Nummer für sich persönlich trotzdem als Erfolg verbuchen? Weil Sie waren ja Moderator. Als Moderator war es für mich ein Erfolg, ja. Sagen Sie das auch? Der war gut? Natürlich. Kommt aus seinem Blut. Es ist unglaublich, was er da macht. Ja, ich rede immer doch los. Nein, also toll. Muss man in dem Beruf auch irgendwie können, ne? Also für Sie ist es im Prinzip ja noch ein relativ neuer Job, da als Moderator zu agieren. Und Sie werden das auch sicher gern weitermachen. Ja. Und nicht wie andere schnell mal das Handtuch werfen, wenn es gerade mal nicht so läuft.
Naja, ich meine, ich bin seit 40 Jahren im Business. Und wenn man da schnell mal ein Handtuch wirft, dann muss viel passieren. Ja. Also das geht gar nicht mehr ohne. Sie haben jetzt in jüngster Zeit nicht nur durch neue Musikproduktionen für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch wegen Veränderungen im Privatleben. Ist das dann so, Sie machen das, weil das nun mal einfach mit dazugehört, dass man da Auskunft über sich gibt, wenn es eine neue Liebe gibt? Oder drängt es Sie, das dann auch einfach zu sagen, ich bin glücklich, sollen ruhig alle wissen? Also drängen tut mich das überhaupt nicht, weil ich, wie gesagt, jeder weiß, dass ich gerne zurückgezogen lebe. Aber es war in dem Falle die Reaktion enorm. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Da war dann ein Riesenfoto in der Bildzeitung mit meinem zukünftigen Ehemann. Und davor, seitdem geht es nur noch um ein Thema. Mein Album ist schon fast sekundär. Und ich meine, das ist natürlich auch schön, weil das Privatleben eines Künstlers muss ja auch stimmen, um glücklich zu sein und auch um gute Musik zu machen. Manche vertreten ja eine andere Theorie. Am besten ist man richtig unglücklich, dann kommen die fetten Werke raus. Würden Sie so nicht unterschreiben? Nein, auf keinen Fall. Mit der Hochzeit soll wirklich diesen Sommer sein? Ja. Gibt es da schon einen genauen Plan? Späten Sommer. Ganz genau gibt es noch nicht. Nein. Und dann haben Sie, glaube ich, auch was geschafft, was gar nicht so häufig richtig gut geht, weil da gibt es ja aus beiden davor bestehenden Beziehungen gibt es ja Kinder, die dann auch miteinander klarkommen müssen. Ja, wir haben in Fall sehr auch großes Glück. Inzwischen haben wir gesagt, jetzt 4 Kinder. Und ich habe jetzt noch ein 8-jähriges Stieftöchterchen dazu gekriegt und einen 12-jährigen Sohn noch dazu. Und das ist, also wenn die Ferien haben, ist bei uns die Hölle los im Haus. Und das macht Spaß. Also das ist richtig schön. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihren Ex-Partnern? Also Sie natürlich zu Michael Cretu und Sie zu Dieter Bohlen, der jetzt nur nicht so auf der Erotiklinie mit ihm verbandelt. Was ist das denn jetzt für ein Vergleich? Also ich werde ja nicht mehr. Ich dachte, jetzt kommt Nora, dann sagt sie Dieter Bohlen. Na, nee, also Dieter Bohlen überhaupt nicht mehr, zu Nora schon hin und wieder. Ja, falls wir das mal darauf hin irgendwie überhaupt. Ich wollte doch die Musik ansteuern. Also da gibt es jetzt nicht so den großen Austausch, da ruft auch nicht Olle Dieter an und sagt, du, wer ruft da bitte an? Dieter Bohlen und sagt, also hat's Olle Dieter gesagt? Eure neue Single, die ist der Hammer. Sagt er nicht. Der würde sich ja die Zunge abbeißen, bevor er das sagt. Also hat er nicht drauf. So cool ist er dann auch gleich. Nein, das ist er nicht. Gut, jetzt können Sie aber mal entscheiden, ob die neue Single der Hammer ist. Wir spielen nämlich ein Stück davon. Ja, beide wippen hier äußerst fröhlich mit. Ich habe ein bisschen Angst um die Couch, aber noch steht sie. The night is still young. Ja. Das heißt doch sowas wie, da die geht Nacht doch alles noch Mögliche, jung. Oder? Ja, ist alles noch möglich. Ja, und wie bringt man sich für so eine Produktion in Schwung? Mit guter Laune. Also lutscht man da einen Pfeffi oder trinkt eine Brause oder muss es mehr sein? Ja. Ist einfach Natur, ich glaube, das steckt in uns Laune drin. Ja. Man denkt an Sipp und alles ist gut. Ja. Darf ich mal kurz korrigieren, eingreifen? Zip. Zip, ja? Entschuldigung. Naja, dann hätte es ja noch besser gefluppt, nicht? Hätte ich Zip gesagt. Aber jetzt mal ehrlich, wann haben Sie zuletzt mal eine Nacht durchgemacht? So mit allen Schikanen? Es fällt mir inzwischen schwerer, muss ich sagen. Also dann leide ich 2 Tage danach, aber wann? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also wie sieht es bei Ihnen aus? Das ist lange her. Also das ist also. Wir waren das. Das war im Januar irgendwie, da war es so um 3:30 oder sowas, oder 3:30. Ja, aber wir sind trotzdem irgendwie danach. Ja, aber man ist dann auch irgendwie relativ nüchtern. Aber durchgemacht? Nee, das ist schon lange her. Pack ich gar nicht mehr. Irgendwie braucht man das auch nicht. Ich wollte doch gerade sagen, muss man sich sowas vornehmen? Nein, entweder das ergibt sich oder es ergibt sich natürlich nicht. Lieber früher aufstehen ist dann nämlich toll, so. Wenn man den Morgen dann mitbekommt. Und den Sonnenaufgang auf Ibiza. Mein Gott, wie romantisch. Ja, kann doch echt hübsch sein. Ne? Jetzt mal so ganz ehrlich, als ich das gehört habe, dachte ich, den Sound gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Den welchen? Von unserem Song? Von dem Song. Ja, okay, wir sind einfach wirklich aus den 80ern, unsere Karriere basiert auf den 80ern. Und wir lieben auch diese Musik. Und ich glaube, viele Menschen, ich kriege das ja auch, und Sandra auch bei ihren Konzerten, bekommt es immer mit, wie viele Leute froh sind, dass es sowas noch mal gibt. Genau, außerdem war das natürlich eine kleine Provokation von mir, Mini, Mini, Mini. Die Ausländer sind schwer im Kommen. Außerdem, und dieser Song ist von Amerikaner geschrieben. Also. Ja, und läuft gerade wie wild. Musik. Wie Bolle, würde man ja sagen. Der 80er. Und ihrem Stück, ihrem gemeinsamen wünsche ich das auch. Vielleicht haben sie ja Lust auf mehr. Und das Schöne ist, sie können sich das jetzt von uns schenken lassen. 3 Pakete Single und das Album von Sandra verschenken wir. Und sie zeigen jetzt mal, wohin die Post gehen muss. RBB Fernsehredaktion ZIP, Kennwort, Sandra und Thomas, Marlene Dietrich, AD 20, 14482, Potsdam. Da sind wir noch mal in voller Schönheit als Trio zu sehen. Da ist 8 oder? Ja. Und ich sage herzlichen Dank. Danke auch. Spaß gemacht.